Hallo, meine Freunde, wir sind zu Hause. Uns hat es nach Hause gebeamt. Der Bernhard, meine Frau. Oh, wie sieht's denn draußen? Oh, ein düssiger Sommermorgen wird das. Der Kleine geht schon wieder auf Tour. Ja, Romira, die hat auch keine Bank zu Hause. Mit denen werde ich allen meine Bank vors Haus setzen. Elefant. Hallo. Hallo, wie steht's um unser kleines Königsreich? Die Gebäude müssen repariert werden. Alles klar, mach's gut, meine Liebe. Goodbye. Goodbye. Ja, ja. Guckt euch nur ja nicht auf meine Bank. So, da schauen wir mal, welche Gebäude können denn kaputt sein? Eigentlich nur... Ja. Ne. Lebensmittellager. Wir können doch eigentlich mal... Eigentlich können wir doch mal unseren Hammer in der Hand nehmen. Den haben wir auf der 2. 2. Und da gehen wir mal auf... Nicht zerstören. Reparatur. Seht ihr's? Hier hinten ist es. Da ist doch der Kacke am Dampf. Jawohl. Hier... Ach ja, gut, Steckchen brauchen wir. Brauchen wir noch irgendwo Stroh? Wir schauen mal, der Schweinestall. Das ist doch eigentlich immer so ein Kandidat, der kaputt ist. Nee. Die Scheune auch nicht. Nee, bloß hier Jagdhütte und Lebensmittellager. Alles klar. Gut. Doch hier an der Jagdhütte brauchen wir etwas Stroh. Und Stöckchen. Na, da schauen wir mal. Was wir so dabei haben noch hier. Ja, gucken wir mal. Stöckchen. RST. SS. Stroh haben wir 520. Dann nehmen wir mal ein bisschen was. Brauchen wir zu viel, brauchen wir da nicht. Bestätigen. Und Stecker haben wir 69. Nehmen wir mal alle mit. Gut. Und da schauen wir. Das machen wir ganz. Ach, einen Holzstamm brauchen wir auch noch hier. Hier brauchen wir 3 Stöckchen. Hier brauchen wir 4 Stöckchen. Hier brauchen wir 4. 4 Stöckchen. Das ist so ein gutes Ding hier. Und hier oben brauchen wir Stroh. Zack, das ist alles ganz. Jetzt holen wir uns noch einen Holzstamm. Damit ja, die Dings haben wir schon drinne. Das Steckchen haben wir drinne. Jetzt holen wir uns einen Holzstamm. Das Lager ist ganz gut. Also, die Section wollten wir ja auch verkaufen. Jetzt laufen wir sowieso nochmal hoch nach Pranica. Da können wir sie immer noch verkaufen. So, wir haben auf alle Fälle den Knüppelräuber mal raus. Den brauchen wir gar nicht. Dann das eine Salz. Die in einen Stein, jetzt mache ich hochwärts keine Messer mehr. Das Strohräumer raus. Dann haben wir noch ein Säckchen, das können wir rausräumen. Die Weinflasche. Die Weizenbier kommen rüber. Den Wollstoff können wir rausräumen. Die Zwiebeln kommen auch. Die können wir doch schon irgendwo in die Ecke schmeißen, die Zwiebeln, oder? Kann man doch gleich bei mir auf den Kompost schmeißen. So, eine Metflasche haben wir noch. Was haben wir denn noch? Die Holzschaufel. Holzschale von meiner Suppe. Bum, bum, den Holz haben wir. Den Göffel schaffen wir langsam mal nach Hause. Fleisch, Fladenbrot, Federn. Eine Fackel. Hier ist noch die Fackel. Du mal weg. F. Die Bronzeaxt, die tue ich mal lieber in meine Hütte. Das Brennholz kommt raus. Und dann haben wir noch eine Bierflasche. Ist klar. So, jetzt schauen wir noch mal ins Lebensmittellager. Achso, wir wollen ja den Holzstamm. Ganz vergessen. Ein Holzstamm.
Ein Holzstamm. Dann müssen wir die Holzstämme rausräumen. Also den einen nehmen wir erst einmal und dann räumen wir den Mist ja mal raus. Müssen wir rausschmeißen. Den klatschen wir dann hier irgendwo daneben erst einmal. Hier haben wir ja schon 25 liegen. So, nochmal unseren Hammer. Apparatur. Zack, fertig ist es. Das ist natürlich mal schon eine sehr gute Erleichterung, dass wir bloß noch einmal zuhauen müssen. So, und jetzt, wir gehen mal hier hinter. Drehen uns mal so hin. Ja. Holzstämme. Ein paar müssen wir drinnen lassen, die sollen ja auch noch mitarbeiten. Holzstamm. F. Bestätigen. 535 nehmen wir raus. So, dann drehen wir uns hier rum und die packen wir jetzt hierher. Holzstelle. Zack. Gut, die liegen gut. Die liegen gut. So, jetzt gehen wir nochmal ins Lebensmittellager. Und räumen dort nochmal unsere Taschen aus. Wenn ich dabei habe. Hier ist da auch noch was kaputt. Was brauchen wir denn hier nochmal? Das hat es aber zerlegt, das Lager hier. Nochmal auf Reparatur. 4 Steckchen brauchen wir noch einmal. Alles klar. 4 Steckchen. Die hole ich mir jetzt hier vorne. Das geht nicht nochmal ins Lager. 5 haben wir. Jetzt machen wir das nochmal ganz. Zack, jetzt ist aber ganz. Ich hoffe, dass jetzt alles ganz ist. Ja, sieht gut aus. Jetzt hier rein, da haben wir dabei. Das Fleisch kommt raus. F-E-F. Das gebratene Fleisch kommt raus. Den Gesundheitstrank, da kommt ins Materiallager. Guck an, das Fladenbrot, das essen wir. Hopfen habe ich auch noch einstecken. Der Käse kommt ja her. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Weizenbier. Und Zwiebeln. So, das Fladenbrot behalte ich. Die Federn, die behalten wir erstmal noch. Mann, jetzt gehen wir erstmal hoch. Jetzt gehen wir erstmal hoch nach Pranica. So, jetzt gehen wir aber gleich über die richtige Brücke. Nicht, dass wir uns wieder verlaufen halb. Ja. Bogen haben wir an der Hand. Auf dem Rückweg können wir nochmal die andere Flussinsel untersuchen, ob da noch was liegt. So, wir müssen nochmal hier lang, 650 Meter etwa. So, das Haus ist frei. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier könnten jetzt irgendwelche, ich glaube, Wiesente können hier sein. Und bestimmt wird da irgendwelche dummen Eber. Es wäre doch nicht das erste Mal, dass uns hier die Eber hin und her rammeln. Da oben steht doch schon einer, oder? Ne, das ist ein Elch. Das sind die Wiesente, die Elche. Ja, ich tue dir nichts. Bleib mal schön stehen. Du auch. Das von Quest. Ist das der Quest von unserer? Ja, es müsste eigentlich sein.
Erstmal nochmal einen Schluck Wasser trinken. Immer wenn irgendwo Wasser in der Nähe ist, erstmal einen Schluck trinken. So, wir sehen, die wird noch unten an der Wand lungern. Naja, bitte. So. Hallo Nicola, ich bin wieder da. Du bist zurück. Ich habe meine Untersuchung abgeschlossen. Ah, welche meiner Federn waren die besten? Keine. Was bitte? Nach Dutzenden von Experimenten sieht es so aus, als wären die guten alten Gänsefedern wohl doch die beste Wahl. Heißt das dann nicht, dass all unsere Arbeit umsonst war? Ganz und gar nicht. Wir haben ja doch die Antwort gefunden, nach der wir gesucht haben. Das muss gefeiert werden. Meine Frau hat recht. Deine Begeisterung ist wirklich unübertroffen. Jemand wie dich hätte ich gern immer um mich. Könntest du dir vorstellen, dich unserer Dorfgemeinschaft anzuschließen? Vorgestellt und angenommen. Ich bin ganz aufgeregt. Wenn ich nur etwas hätte, das ich dir zum Dank geben könnte. Oh, hier, meine Testpfeile. Sie sind etwas schwer einzuschätzen, aber etwas anderes habe ich leider gerade nicht. Das ist großartig. Willkommen in unserer Familie. So, und jetzt haben wir diese unvorhersehbaren Pfeile bekommen. Alles klar. So. Neuer Dorfbewohner Nicola. Alles klar. Da geben wir jetzt erstmal fix die Unterkunft. Und habe ich auch eine Arbeit für die? Stimmt. Wir schauen erstmal in die Verwaltung. So, wo ist sie denn? Die Nicola. Die kriegt jetzt erstmal das Haus. F. Nee, hier rein will ich doch. Zurück. Hier gehen wir hin. Kleines Haus. F. Lernslot zuweisen. Jetzt kommen wir zur Nicola. Nicola. F. Bestätigen. So. Jetzt haben wir ihr das Haus zugewiesen. Alles klar. So, jetzt schauen wir mal nochmal hier rein in unsere Verwaltung, ob wir irgendwo noch einen Job haben. Jagd. In der Jagdhütte hätten wir noch einen Job. Die ist ja auch nicht weit weg von ihrer Wohnung. Von ihrem Haus. Merken wir uns vor. In der Landwirtschaft. Alles besetzt. Was haben die denn hier? Scheune, der wird doch kein Material. Alles klar, den fehlt wieder irgendwas Belangloses. Die Näherei, wir können es auch in die Näherei stecken. Jagdhütte hätten wir ja jemanden. Da wird sie, die ist doch gut in der Produktion, glaube ich, oder? Ja, ja, in der Produktion ist die gut. So. F. Quatsch, wo bin ich denn jetzt hingerutscht? Nochmal. Verwaltung. Häusler. Näherei. F. Jetzt Lernslot zuweisen und da hätte. Oh, wir haben aber einen Haufen Schwangerer hier. Seht euch das mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schwangere. Genau, die hat in der Produktion hat das Mädel eine 6. Die ist doch gut in der Näherei. Alles klar, gut. Jetzt haben wir sie in die Näherei gesteckt. Wo steht sie jetzt? Die Nicola? Bin ich jetzt wieder blind? Koch, koch, koch. Bin ich doof?
Wieso ist die jetzt hier in der Liste nicht mit drin? Egal. Wir gucken nochmal rein. Näherei ist besetzt, alles klar. Gucken wir nochmal in der Verwaltung. In unsere Personen rein. Näher, alles klar. So soll es sein. So, und was habe ich da? Ich habe da noch Section einstecken. Die kann ich doch den Rainer, oder wie heißt das? Das ist doch der Rainer hier, oder? Weiß nicht, ich klauen wir nicht. Der ist der Norbert. Zeig mir deine Ware. Der hat noch Geld. Der hat noch Geld, der kriegt einfache Section. FEF, 23 einfache Section. Und dann eine Fackel habe ich auch noch drin, die 41%. Die verkaufe ich ja auch noch. Jetzt kann ich ja auch die Federn verkaufen. So, was habe ich denn noch? Die Pfeile behalte ich mal mit. Den Holzhammer, den Hopfen, die Hose. Ne, das war's dann. Mehr kriegst du nicht, alles klar. Wir haben jetzt 11.979 Geld. So, und wir laufen jetzt nach Hause. Wir laufen... Erst mal einen Schluck trinken. Runter zum Wasser. Schauen mal rüber auf die Insel. Ob da irgendwas liegt. Hier drüben sieht es nicht so aus, als ob irgendwo ein paar Banditen sind. Ne, sieht nicht so aus. Also. Unten am Wasser auf der anderen Seite des Flusses müssen wir aufpassen. So, und jetzt haben wir noch die Geschichte mit den Alwinen. Was zeigt denn unsere Uhrzeit? 12.08 Uhr. Ja, das machen wir nächsten Tag. Da ist doch bestimmt jetzt dieser Wettkampf mit dem Schießen, glaube ich, oder? So, wir schwimmen hier mal rüber. Wir sind ja vorne an der Brücke, genau. Trinken gleich erstmal einen Schluck. So, und dann müssen wir hier drüben aufpassen, ob da irgendwelche Banditen sich rumtreiben. Beenden. Den Wegpunkt, den nehme ich mal jetzt mal raus. Da macht mich schon ein paar irre. So. Die Map. Den nehmen wir raus. F raus und jetzt tun wir mal wieder umschalten hier. Gesamtansicht machen. Alles klar, das lassen wir. Gott. Hier vorne müssen wir jetzt Obacht geben. Wird sich irgendwo welche rumtreiben. Jetzt kommen wir erstmal vor an der Kreuzung. Da liegt heute aber auch kein Wagen. Also gehen wir mal hier oben rum. Machen wir mal einen größeren Bogen. Da ist der Elch schon wieder. Da unten sind auch mal keine, oder? Nö, hier sind keine Banditen. Hier sind auch keine. Na ja, gut. Dann können wir hier unten den Weg lang laufen, der nach Hause führt. Unten über auf die Insel schauen wir mal. Aber erst schauen wir hier vorne an dem Wagen. Was haben wir denn hier? Gar nichts, den haben wir schon geplündert, alles klar. Da ist nichts mehr.
Hier drüben sieht es aber auch nicht danach aus, ob da irgendwas ist. Ich sehe zurzeit mal keine Schaufel stiehlt dorthin. Und da wird wohl nichts sein, denke ich mir. Nö, ist nix. Ah, ja, da. Da gehen wir nach drüben und wir gucken aber jetzt noch. Wir wollen ja unser Gebiet hier sauber halten. Jetzt gucken wir noch auf den anderen Weg Richtung Denika, ob sich dort Banditen rumtreiben. Also gehen wir mal hier rüber. Bogen haben wir in der Hand. Hier ist der Wasserfall. So, hier hoch. Langsam raus, sie mir nicht so flitzen. Bis jetzt sieht es nicht so aus. Nee, dann geht es da. Gut. Aber damit wir hier nicht vor dem Sand langlaufen, wir brauchen auf alle Fälle mal wieder Jagdpunkte. Da, schau, da unten ist schon wieder so ein wilder, dicker, fetter Eber. Mach mal platt. Komm, du altes Schwein. Weg ist er. Wir aufpassen nicht, dass hier der Nächste uns... Da oben ist noch einer, da war was Rotes. Habt ihr das gesehen? Wir machen erstmal den Platz. Ja, den schlachten wir erstmal aus. Jetzt habe ich wohl kein Messer. Ich habe doch ein Messer gehabt. Für was habe ich ein Messer gebraucht? Für die Vögel zum Ausschlachten. Ist klar. Gut. Brauchen wir noch einen Stein. Hier haben wir noch einen Stein. Stöckchen und Stöckchen. Gut, das müsste reichen. Ich glaube, 5 Stöckchen brauchen. Oder? Das haben wir auf alle Fälle genug. Das ist klar. Machen wir uns ein Messer. Wir haben die ganzen Messer verkauft und haben selber kein Messer. Das ist ein Quatsch. Naja, gut. Dann nehmen wir ihn jetzt auseinander. Das gibt noch mal ein paar Jagdpunkte. Die können wir auch nicht immer liegen lassen. So, da schauen wir mal. Da oben war auf alle Fälle noch ein Eber. Das ist Lux. Elch, den wollen wir nicht. Obwohl so eine Elchkuh ist auch nicht zu verachten, oder? Das war ein Volltreffer. Habt ihr das gesehen? Zack, war sie weg. Aber ganz klassisch zusammengebrochen. Oh, das ging wohl ins Auge. Das ging ins Auge. So, gut. Jagt sich dahin. Was ist denn das dort? Das ist doch kein Wolf. Das ist orange, das ist ein Luchs, alles klar. Das ist der große Elchbulle. Es gibt heute keine Schweine mehr hier. Hey, oh, jetzt kommt er mir entgegen. Alte, dicke, fette Eber. Klotz nicht so blöd.
den hält mal weg. Schau nicht, dass noch einer hier ist. Erstmal einen Blick schweifen lassen. Ne, ist keiner mehr da. Mein Pfeil. Das ist ein Reh, das war. Gehen wir mal Richtung Denika. Da bringen wir halt mal wieder etwas Fleisch mit nach Hause. Nicht rumhüpfen. Also hier finden wir jetzt kein Wildschwein mehr. Wir können ja das Fleisch auch verkaufen. An die Kinga. Wir haben doch genug Fleisch bei uns zu Hause. Also verkaufen wir das mal an die Kinga. Hallo Kinga. How can I help you? Ja, ja, zeigen wir mal deine Ware. Only the best products here. Quatsch. Ich habe feines Fleisch für dich. Frisches Wildbret. So, was habe ich noch? Den Gesundheitstrank. Den brauche ich nicht. Ich bin gesund. So, das Fladenbrot, das esse ich selber. Mehr habe ich aber auch nicht. Das Leder, da mache ich Taschen draus. Alles klar. Mach's gut. See you soon. See you soon. Ja, ja, alles klar. So, wir gehen jetzt nach Hause. So, da schauen wir mal. Am Wegesrand finden wir hier auch nichts mehr. Aber da hinten steht ein Wolf. Der ist zu nah an unserem Dorf. Oh, der wimmelt ja wieder. Oh, oh. Gut, der erste ist weg. Da hinten ist der nächste. Aufpassen nicht, dass er sich irgendwo anknurrt. Er knurrt schon. So, weg ist er. Der knurrt nicht mehr. Da oben scheint noch einer zu sein, oder? Ne, das ist ein Luchs. Gut, wir nehmen dich erstmal auseinander. So, und da hinten ist der nächste. Lass doch mal gucken, ob hier keiner in der Nähe ist. Nicht, dass wir hier schlachten und werden nachher von dem anderen Wolf geschlachtet. So, und morgen, beziehungsweise in der nächsten Folge, werden wir nach Gostovia zum Alwin gehen. Der hat bestimmt vor diesen, ich glaube, das ist dann jetzt dieser Schießwettkampf, den wir machen müssen. Und dann schickt er der uns nochmal los in Bärenjagen, wie ich mich recht entsinne. Alter, hier latschen die Krähen rum und wir rammeln dort oben bei Branica rum und suchen uns die Krähen zusammen. Zack.
Das Messer erforderlich? Ist das Messer schon wieder alle? Kannst doch nicht sein. Zwei Wildschweine und zwei Wölfe auseinandergenommen, schon ist das Messer wieder alle. Zur Zeit, dass wir Eisenmesser kriegen. Tatsächlich. Nur da bleibst du liegen, da verfallst du hier auf dem Weg. Ich brauch dich nicht. Jetzt baue ich extra wegen dir kein Messer. Nö. Jetzt habe ich auch meinen Stolz. Komm und. Die Krähe ist auch noch im Weg. Da. Mein Pfeil gibst du mir aber. Mein Pfeil. Da. Na, tu noch nicht so, als ob du gearbeitet hast, mein Freund. Steht da und wischt sich die Stirn ab. Hail, Friend. Lass mich dich mal genauer ansehen. Was bist denn du vom Beruf? Holzfäller. Naja, gut, das sei genehmigt. Du hast gearbeitet. Alles klar. So. Naja, sieht da ganz. Mal gucken auf unsere Felder, wie es da aussieht. Sieht ganz gut aus. Was haben wir denn hier drauf? Unbesät? Wieso ist ja nichts auf dem Feld drauf? Hier ist Hafer drauf. Unbesät. Hier ist auch nichts drauf. Wieso das? Oh, wir müssen uns das Feld angucken. Das darf ja nicht passieren. Alles klar. Wir haben... Sommer hat erst angefangen. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder und ich schaue mir bis dahin mal noch unsere Felder an, wie es da aussieht, was wir da aussehen können. Schau mal, was ich an Saatmaterial habe noch. Schauen wir mal in der Scheune. Auf alle Fälle müsste man ja Leinensamen haben, denke ich. So. Da schauen wir mal. Apfelbaum. Brennholz, das steigt. Gut. Bretterhammer, Disteln, Dung, Dünger. Da haben wir eigentlich genug. Dung und Dünger, das haut jetzt hin. So, was haben wir denn noch drin? Lachs. Oh, da muss gedroschen werden. Alles klar, den nehme ich mal mit. Den dresche ich gleich mal. F-E-F, den dresche ich. Habe ich den jetzt mitgenommen? Glaube nicht, ja. F-E-F, den nehme ich mit. So, was haben wir denn noch drin? Da haben wir auf alle Fälle, kriegen wir da Leinensamen. Wir haben Haferkorn, haben wir noch da. Dann brauchen wir ja eigentlich Roggen, damit wir Tierfutter machen können. Mal Roggenkorn. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen spät. Leinengarn, Leinengewebe, Leinsamen haben wir 284. Also, Mohnsamen haben wir 10, das kann man auch irgendwo aussehen. Roggenkorn 317, rote Betesamen. Gut. Was haben wir denn noch? Weizenkorn haben wir auch. Gut, alles klar. Wie gesagt, ich schaue mir jetzt mal die Felder an. Mal sehen, was wir jetzt noch aussehen können. Das habe ich vollkommen verpennt. Aber hier haben wir wenigstens etwas Mohn angesehen. Wir haben ein schönes Blumenbeet. Gut, alles klar. Ich sage jetzt mal tschüss. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Da geht es auf alle Fälle nach Kostopia. Und das mit Feldern, das bringe ich jetzt nochmal um. Alles klar. Ciao. Bis zur nächsten Folge.